So, hallo. In dem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr das Bild Little Hope erreicht. Das ist das goldene Bild in der Mitte. Und zwar müsst ihr laden die Szene Notsignal. Dann spawnt ihr direkt hier. Wir müssen von diesem Schiff weg. Kein Witz. Ich glaube, wir sind komplett am Arsch. Das ist auch der normale Modus, also nicht der Creators Cut, sondern der stinknormale Modus. So, ich renne hier einfach überall vorbei, weil ich habe ja schon alle Geheimnisse und so. Es ist halt wichtig, dass man Darauf? hier lädt, weil man Nein, nein, nein. muss entscheiden, Halte wer meine Augen offen. dann gleich runterhüpft und wer oben bleibt. Wie wär's mit etwas Hilfe? Ich glaube, da geht's nach oben. Hilf mir hoch. Ich zieh dich hoch. Und es ist auch egal, auf welcher Plattform man es spielt, PC oder Xbox oder PlayStation, das ist überall gleich. Also hier? Hier habe ich vorhin Conrad verfolgt. Es kann auch sein, dass bei euch an der Stelle Conrad oder so schon tot ist. Es ist jetzt nicht so schlimm. Das müsste dann trotzdem auch gehen. Hier drüben. Hier kommen wir durch. So, dann gehen wir hier vorbei. Hier hängt auch ein Bild an der Wand, aber ich glaube, das dürfte jeder gefunden haben, weil das ist ja voll offensichtlich. Nein, aber es muss ein Funkgerät auf dem Schiff geben. Da muss eins sein. Guck mal. Das Ding funktioniert echt noch. Oh, Funktechnik hat sich in 70 Jahren kaum verändert, solange Saft da ist. Ich probier's mal. Ah, jetzt geh. Komm. Also manchmal. Genau. Ah, es geht doch. Jetzt dachte ich gerade schon, dass es in der Aufnahme jetzt nicht anfängt hier. Ein Zahlensender. Man kann auch übrigens mit WASD das nach links und rechts bewegen. Bei Konsolen wahrscheinlich dann mit Controller. Mit dem linken Stick wahrscheinlich. Hey! Hey! Hört das jemand da draußen? Hallo! Empfangen. Oh Scheiße! Da ist wer! Kleiner Fun Fact, wenn jetzt die Koordinaten sagt, dann werden die mit dem Heli Bitte, das kommen. Ist ein Notfall! Bitte!
und werden euch einsperren. Wenn ihr denen auch noch den Namen vom Schiff sagt, dann werden die durch euch nicht einsperren, sondern die werden euch alle umknallen. Hier, der da auf dem Frachter, dann wieder die Namen sagen. Wir sind auf einem Frachter. Unsere Position ist 12 Grad 30 Minuten Süd, 151 Grad 20 Minuten West. Kommen Sie schnell, wir brauchen Hilfe. Hallo, hallo, hört mich jemand? Bitte, so, jetzt würden kommen. Die kommen. Also wenn man die Verteilerkappe zerstört, dann kann man ja nicht mehr mit dem Schiff flüchten. Und hey, dann wird man von Leute, dem Heli gerettet und jetzt würde ich eingesperrt werden, weil ich habe jetzt den Namen von dem Frachter nicht erwähnt. Dass es die Orang mit Dan ist. Hier ist es jetzt wichtig, das muss irgendwo hinführen. Alex muss runterhüpfen. Das ist wichtig. Strom für das Funkgerät. Alex darf nicht oben bleiben. Falls uns jemand anfunken will. Weil sonst könntest du das Bild Little Hope nicht bekommen. Natürlich. Ich schaff das. Weil da eine andere Szene später gedreht wird. Du? Komm schon. Hast wohl Angst, dass da jemand selbstständig wird? Angst, dass mein blöder Bruder sich selbst umbringt? Sei doch mal stolz auf mich, Brüderchen. Weil wenn Alex... Ich mach das. Ich mach das. Weil wenn Alex oben bleibt, dann kommt man nicht in das Kapitel Olsen rein. Und in dem Kapitel Olsen findet man Little Hope. Ich kann auf dich aufpassen. Ich bin hier der Captain. Von irgendwas. Und der Captain sagt, ich komme definitiv mit. Okay. Also es kann Alex unterhüpfen mit Julia oder mit Fliss, das ist egal. Hauptsache ist, Alex ist unten. Wenn Alex oben bleibt, könnt ihr es schon nicht mehr bekommen. Ja, das ist egal, was man hier sagt. Ruhe da. Sonst hört uns doch jemand. Und was jetzt? Keine Ahnung, wo wir sind. Ich warte hier beim Funkgerät. Hier. Hey. Hier lang. Sieht aus wie der untere Bereich des Schiffs. So, da links ist der Raum, wo Charlie drin gehockt ist. Und hier links ist wer. Und hier links wäre der Rahmen, wo der Joey am Anfang gespawnt ist. Also im Intro damals. So, dann hüpfen wir jetzt einfach hier runter. Schau dir das mal an. Schau, da unten. Ist wohl der Maschinenraum. Ja, stimmt. Gehen wir runter. Shit! Keine Leiter mehr. Ich kann mich hier fallen lassen. Hey! Ja? Bist du okay? Ja, klar. Komm runter. Fuck! Ha. Gottverdammt! Was? Hast du das nicht gesehen? Nein, natürlich nicht. Was denn? Ja, ich glaube, ich sehe zum ersten Mal seit langem wieder klar. Nichts davon passiert wirklich. Nichts hat mich angegriffen. Aha. Keine komischen Untoten. Nichts von dem Scheiß, der uns allen Angst macht. Ich glaube, das liegt an diesem Dunst. Ja, da könntest du recht haben. Vielleicht ist das der Schiffscrew damals passiert. Ja, vielleicht schon. Könnte das irgendwie mit dem versunkenen Flugzeugwrack zusammenhängen? Ich weiß nicht. Vielleicht kam es zum Kontakt mit dem Schiff und... Nur eine Theorie.
Wow. Okay, dann mal weiter. So, dann gehen wir hier eins einfach mal da lang. Und wie gesagt, es muss unbedingt Alex unten sein. Die zweite Person ist nicht so wichtig, wer das ist. So, Sturm kann man anschalten oder auch nicht. Das ist eigentlich egal. Hey, schau mal. Das Kreislaufgerät. Das haben die Fischer wohl von der Duke. Ob es noch funktioniert? Vielleicht noch ein paar Minuten Luft übrig. Lohnt sich das denn? Das hält uns doch nur auf. Und? Das Ding kommt mit. Bei all dem Wasser ist es bestimmt nützlich. So, jetzt konnte ich hier gar nichts entscheiden. Hat alles Fluss entschieden. Ferme ta gueule de merde! Tu dis n'importe quoi! Tout ce que tu racontes, c'est des conneries! Alors, ferme ta sale gueule de merde! Jetzt könnt ihr ja auch gleich mal was testen. Das, wo ich mich schon ein bisschen länger frag. Wenn ich jetzt den ersten Skill-Check, also Quick-Time, jetzt verkack, nehme ich das Atemgerät mit oder nicht? Das probiere ich jetzt einfach. Und ups. Okay, die nehmen es sogar mit. Ich werde euch finden, ihr kleinen Scheißer. Wo ist das Problem, all das Gold zu teilen, ne? Es muss doch wohl genug für alle da sein, mehr als genug. Die hängen hier zusammen hin, oder? Aber ihr wollt mich ausbooten. Wenn ich nicht das Ganze. Ups. Okay, jetzt lass es liegen. Okay, also den ersten davon verkacken. Mir geht es darum, wie lange das Atemgerät mitnimmt. Das wollte ich dich gerade fragen. Okay, keine Bewegung. Und keiner von euch verwandelt sich hier. Umdrehen. Sachte, ganz sachte. Okay, okay. Und keine Verwandlungen. Und Hände hoch. Sachte. Nein, nein. So doch nicht. Keine Verwandlungen. Steck das Ding weg. Dann wird niemand verletzt. Glaubt ihr, ich wollte jemanden verletzen? Ich hatte doch keine Wahl, oder? Er ist auch in euch, nicht wahr? Ist er doch. Ah! Nicht nochmal! Es verwandelt sich wieder! Was? Was meinst du? Bleib weg! Bleib weg von dem Dunst! Hey, da ist nichts, Mann! Dieser Dunst! Nicht einatmen! Halt! Was für ein Dunst? Was macht der?
er? Er antwortet jetzt einfach so, damit sich June selber erschießt. Er ist jetzt drin. Er bei uns. Jetzt. Komm erst mal runter. Stopp! Stopp! Er ist in uns drin, nicht wahr? Leg das Ding weg, los! Was redest du da? Du sagst mir, was ich tun soll? Ihr habt ihn eingeatmet. Es passiert gleich. Ich spüre es. So, besorgt. Okay. Gut. Da war etwas im letzten Raum. Nebel oder Dunst vielleicht. Ich hab's ja gesagt. Hast du eingeatmet? Nein. Nein, ich meine, wir haben die Luft angehalten. Wir haben keinen Dunst in uns. Ach, wirklich? Ich weiß, ihr seid alle Taucher, aber das kaufe ich euch nicht ab. Wir sind hier unten seit Stunden. Nee, ich überlege gerade. War letztes Mal, wo ich die Szene mit Olsen, also das Kapitel Olsen da getriggert habe, habe ich Junior überleben lassen. Ob ich da jetzt halt auch hinkomme, wenn er sich erschießt, aber normal schon, ja. Alles in mir dreht. Er verwandelt mich. Innen drin. Jetzt müsste schon gleich Olsen getriggert werden. Hack. Nimm mal die Knarre mit. Sicher hat sie mitgenommen. Ja, okay, wird schon getriggert. Fantastisch. Das wird ja wirklich immer besser. Eine Sackgasse. Wir müssen zurück. Nee, ich werde hier nicht ertrinken. Niemals. Es gibt 472 Nieten in diesem Raum, was nur eins heißen kann. Ich bin schon viel zu lange hier. Hey! Seid ihr da unten verletzt? Scheiße. Ich sollte ihnen folgen, oder? Wir müssen checken, ob alle okay sind. Scheiße! Ist was passiert? Warte du hier beim Funkgerät. Ich gehe ihnen nach. Ernsthaft, Conny? Diesmal redest du dich nicht raus. Das ist ein Irrer mit Knarre. Ich schaff das schon. Ich hab's verbockt. Ich bieg's wieder. So, das Ding wäre nämlich jetzt, wenn Alex oben wäre, würde Alex mit noch einem runterhüpfen und würde Olsen hinterherjagen. Und man trifft dann auf Olsen, wenn er dann tot ist, schon. Deswegen ist es wichtig, dass Alex nicht hier oben ist, weil wenn jetzt Conrad tot wäre oder so, dann würde halt Brett jetzt runterhüpfen. So, hier gehen wir rechts. Durch die Schlafkabinen. Und werden gleich auf das Bild treffen. Ah, da hängt's. Das goldene Bild. Little Hope. Der Teaser auf den nächsten Teil.
So, ich zeig's nochmal in den Sammlungen. Bilder. Hier. Little Hope. Im Kapitel Olsen. So. Dann hoffe ich konnte euch weiterhelfen. Und ja, würde mich über Kritik und so freuen. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, dann schreibt es mir auch in die Kommentare. Also danke fürs Zuschauen und ciao.